Herzlich willkommen zu einem weiteren Promi-Geflüster mit natürlich einem weiteren ESC-Kandidaten, den wir hier in unserem Promi-Geflüster natürlich vorstellen. Ihr habt es ja schon verfolgt, die letzten Ausgaben, da gab es immer einen ESC-Teilnehmer, der dieses Jahr beim Eurovision Song Contest, dem deutschen Vorentscheid, teilnimmt, welcher dann am 4. März über die ARD ermittelt wird. Und heute sind es gleich vier, Nico Suave und das Team Liebe. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Sind Hallo. Ja, also der Nico, das ist der, wo jetzt hier unter mir ist, ganz genau. Dann haben wir ganz links außen, das ist der Nixon, genau, so schreibt er sich. Dann haben wir neben mir, links neben mir, die Emmy und unten in der Mitte die Bukett. Genau. Ja, wie kam es bei euch zustande? Wie seid ihr entstanden? Wie lange gibt es euch so im Quartett? Okay, tatsächlich kennen wir uns alle schon ein bisschen länger über verschiedene Wege, haben uns für den Song zusammengetan, weil wir befreundet sind und gerne miteinander Musik machen. Emmy zum Beispiel kenne ich daher, dass wir letztes Jahr eine Single zusammen veröffentlicht haben, die Camouflage heißt. Bukett kenne ich über Songwriting-Sessions in Hamburg für andere Künstler. Und Nixon kenne ich tatsächlich über TZ, ein Künstler aus Berlin, der den Song auch mitproduziert hat. Und als es dann losging, dass die ersten Zeilen für den Song entstanden sind, war mir relativ schnell klar, wen ich gerne dabei hätte auf der Nummer. Nixon war mein erster Favorit. Ich habe ihn direkt angerufen, als die ersten Zeilen von dem Chorus standen. Und so ging es eigentlich weiter. Und jetzt haben wir so das Traumszenario, sag ich mal, auf diesem Song. Und ja, Freunde machen zusammen Musik. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. Genau, ich glaube, das ist auch grundsätzlich immer so ein bisschen beim ESC die Botschaft, dass man einfach ein bisschen wieder näher zusammenrückt und frohe, gute Laune versprüht. Euer Titel, ja. Hallo Welt, was ist so der Inhalt? Um was geht's? Wer möchte? Soll ich? Bitte. Also im Kern geht's einfach darum, dass wir, glaube ich, alle gerade so eine Zeit durchmachen, die nicht unbedingt für jeden einfach ist, für den anderen mehr, für den anderen weniger. Und dabei ist es halt ganz wichtig, dass man in seinem Leben bei sich guckt und überlegt, okay, was ist es im Leben, was mich glücklich macht? Was sind die kleinen Dinge, die mich irgendwie am Leben erfreuen? Und das kann für jeden was ganz anderes sein. Und dann gilt es halt, dass du diese Dinge für dich erkennst, wahrnimmst und sie groß machst für dich und dich daran festhältst, wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht. Und dass du trotzdem siehst oder versuchst zu sehen, welche großartigen kleinen Dinge es eigentlich gibt. Mhm. Ja, nee, das ist gut, sehr schön, das kommt auch gut rüber, glaube ich, in eurem Titel. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ihr seid jetzt ja die einzige Nummer mit deutschen Texten. Also da wird ja doch schon ein bisschen wieder hier auch an die Heimat sozusagen gedacht, oder? Ja. Ja, ja, dieses Jahr sind wir bei den insgesamt 6 Acts, die jetzt im Vorentscheid sind, der einzige deutsche Beitrag, der in Landessprache da antritt. Und für uns war das ganz klar von vornherein, dass wir das in Landessprache machen wollen oder so in den Sprachen, in denen wir auch auf den Songs zu hören sind. Weil wir sind alles eigenständige Künstler, wir machen alleine unsere eigenen Artist-Projekte, gegebenenfalls auf Deutsch, wie zum Beispiel in meinem Fall, in Nikos Fall und in Emmys Fall. Bukett beispielsweise singt auf Englisch und deswegen war das sehr, sehr naheliegend, dass Bukett den internationalen Part und sozusagen die englische Hook auf dem Song übernimmt. Das heißt, wir haben uns gar nicht verändert, sondern einfach nur das gemacht, was wir sonst auch machen würden. Okay, sehr gut. Und bei Bukett, da lese ich ja auch gerade hier noch so in der Pressemeldung, das geht ja bei ihr von orientalisch bis zu deutschem Pop über. Also du hast auch orientalische Klänge in deinem Repertoire, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin Türkin. Meine Eltern sind türkischer Abstammung. Ich bin in Deutschland geboren. Und es war witzigerweise auch kurz eine Überlegung, ob man noch einen türkischen Part in den Song tut, aber wir sind dann doch bei Englisch und Deutsch geblieben.
Wie habt ihr eigentlich den Kontakt zum ESC? Wann hattet ihr so die ersten Berührungen? Mal der Reihe nach. Also nächstens zuerst? Zum ESC komplett? Ja, generell so. Wann war so deine erste Wahrnehmung? Die erste Wahrnehmung war, glaube ich, das liegt sehr, sehr lang zurück, dass man ESC geguckt hat. Mein Vater und meine Mutter haben es immer zu Hause geguckt und natürlich als kleiner Junge sitzt du daneben, checkst noch nicht so richtig, um was es da geht, aber es ist auf jeden Fall ein Riesen-Event. Und dann jetzt speziell, bei mir ist es jetzt wieder so in den Kopf gekommen mit ESC, als ich das allererste Mal meiner Oma davon erzählt habe. Da habe ich wieder gemerkt, was das wirklich für ein riesengroßes Event ist, auf dem man sich da befindet und was das für eine Riesenchance ist. Die ist unglaublich stolz. Erst da ist mir das wieder in den Kopf gekommen, wie groß das wirklich ist. Du weißt selber, okay, das ist ein Riesending, aber es ist wirklich groß, wenn Oma sagt, dass es groß ist. Das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor. Mhm. Dann, Emmy? Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich mega der ESC-Fan bin, soweit ich irgendwie zurückdenken kann. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Contest nicht mitbekommen. Ich wüsste nicht welchen. Und deshalb stand das für mich auch gar nicht zur Debatte, ob ich mich da irgendwie freue oder nicht, weil das unglaublich ist, diese Chance alleine der Vorentscheid. Also wirklich unglaublich. Ich freue mich so, so sehr für diese Chance. Mhm. Wirklich so ein Traum, den man sich gar nicht hat ausmalen können. Wirklich unfassbar. Unfassbar, sehr schön. Dann Bukind. Also, die Frage war, welchen Stellenwert oder wann hattet ihr die Berührung zum ESC? Oh. Man hört dich nicht. Ups, jetzt aber, oder? Jetzt geht's wieder, genau. Ja. Leichte Tonprobleme, bitte um Entschuldigung. Ich weiß, Problem. Aber okay. Ich bin mit dem ESC groß geworden, weil das bei uns auch so ein Highlight war. Wir auch immer so ein bisschen nicht wussten, sind wir jetzt für die Türkei oder für Deutschland, haben eigentlich für beide immer mitgefiebert. Deswegen war es für mich auch ein Riesen, also zu sehen, die ganzen Nationen, die unterschiedliche Musik machen. Und ich habe mich auch immer gefreut, wenn jeder auf seiner Landessprache gesungen hat. Und ja, es war schon irgendwie immer ein Highlight auf jeden Fall. Mhm, sehr gut. Und meine Eltern sind Riesenfans. Gut. Last but not least. Also bei mir ist es ähnlich wie bei Nixon, dass ich damals mit meinen Eltern das halt natürlich geguckt habe als Kind. Da gab es halt auch noch gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Das war einfach ein Riesen-Event. Es gab nur ARD, ZDF und das dritte, glaube ich. Und wenn es hieß, okay, ESC ist heute Abend, dann haben wir das geguckt und auch zelebriert. Ja. Über die Jahre habe ich den ESC ein bisschen aus dem Fokus verloren, weil ich andere Dinge als Jugendlicher natürlich im Kopf hatte. Mhm. Und jetzt mit der Chance, sage ich mal, da anzutreten und das Ganze mal mitzuerleben, das ist halt ein Riesen-Highlight auch für mich in meiner Karriere. Das ist so der nächste Schritt. Man hat ja viele Erfahrungen, die man über die Jahre gesammelt hat. Und der ESC ist jetzt eine Erfahrung. Und es macht mich auch irgendwie stolz, dass wir es geschafft haben, mit dem Song so weit zu kommen und jetzt einfach die Möglichkeit haben, Turin zum Greifen nahe zu haben. Mhm. Und das wäre eine Riesenehre für Deutschland, natürlich nach Turin zu fahren. Ja, jetzt ist es natürlich so, die Musik hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch gewandelt. Am Anfang war es ja wirklich so ein bisschen Chanson und gehobener Schlager, wie auch immer. Und jetzt bei euch sind es ja wirklich auch so schöne Rap-Elemente da mit drin und Pop, schön vermischt auch. Nicht zuletzt, weil auch hier Nico ja auch schon, so kann man sagen, den Spagat gefunden hat irgendwo, gell? So zwischen Rock, Pop und Rap hauptsächlich, genau. Total. Ich habe die letzten Jahre sehr, sehr viel für andere Künstler oder mit anderen Künstlern geschrieben, hauptsächlich im Pop-Bereich. Mhm. Und ich habe schon immer irgendwie den Hang gehabt. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich an große TV-Events denke, wie zum Beispiel also irgendwelche Music Awards, dann war es für mich immer am spannendsten zu gucken, okay, wie mischen sich Genre zusammen, um da was Großes auf die Beine zu stellen. Und das finde ich halt eben bei unserer Version halt auch so spannend. Jeder von uns ist ein eigenständiger Künstler, macht sein Ding, auch wenn das über dem Deckmantel Pop läuft, sind wir ja trotzdem ganz unterschiedlich und finden uns aber auf dem Song zusammen und jeder gibt sein Gewürz in die Suppe und am Ende haben wir dieses
großartige Projekt und diesen großartigen Song. Und das macht es für mich auch spannend, zu zeigen, dass Deutschland auch anders klingt. Ja, definitiv, genau. Jetzt ist es bei euch, Nico und sein Team Liebe sozusagen, ist es jetzt nur ein Projekt, was jetzt nur zum ESC Bestand hat, oder ist darüber hinaus auch mehr geplant? Also man kann ja sagen, man weiß nie, also ich sage niemals nie. Wir haben schon in der Vergangenheit Musik zusammen gemacht und ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir auch in Zukunft Musik zusammen machen, in welcher Form, in welcher Konstellation. Wir sind da wirklich offen und das Team Liebe ist eigentlich symbolisch dafür, dass wir viele Künstler in unserem Umfeld haben, die wir großartig finden und jeder ist eigentlich willkommen. In diesem Fall machen wir den Anfang mit dem Song und wer weiß, was passiert auf jeden Fall. Mhm. Wir werden sehen. Genau, natürlich ist auch das Publikum ja ganz in gewissermaßen entscheidend, genau, die dann für euch voten, aber nicht nur das Publikum, sondern auch die entsprechende Fachjury, die ARD-Rundfunkanstalten, die da natürlich dann ihren Senf sozusagen zugeben, ne? Genau. Ja. Ja, also da ist man natürlich doch immer wieder sozusagen offen und muss halt abwarten, was passiert. Und ihr seid ja jetzt, ihr sechs seid ja wirklich ein bisschen so zusammengekommen, zum ersten Mal erst Anfang Februar kennengelernt, oder? Vorher kanntet ihr die anderen auch noch nicht. Ja, also die Namen waren einmal ein Begriff, aber jetzt das erste Mal uns persönlich getroffen haben wir wirklich uns bei der Pressekonferenz. Ja. Also es war bis zum letzten Abend davor, das fand ich auch so spannend an dieser ganzen Sache, dass es nicht klar war, wer da morgen sitzen wird. Also wir wussten es nicht. Wir wussten nicht, wer beim Casting gesungen hat. Also ich wusste nicht, wer die 26 Acts sind, beziehungsweise wer die anderen 25 sind. Deswegen war es für mich super spannend. Beispielsweise mit Emily Roberts hatte ich davor schon Kontakt und man kannte sich schon. Und die anderen habe ich da komplett auf dem Spot neu kennengelernt und die sind alle super sympathisch und sehr, sehr nett. Ja, prima. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, kleines bisschen politisch werden. Ich meine, wir verfolgen ja gerade wahrscheinlich alle die Situation hier mit Russland und Ukraine. Der ESC ist ja eigentlich eher ein Fest der Freude, wo die ganzen Musikanten aus ganz Europa zusammenkommen. Wenn jetzt hier glaube, Ukraine hat schon abgesagt, oder? Soweit ich mitbekommen habe, gell? Ja, wenn da jetzt das unter so einem schlechten Stand steht, wie denkt ihr darüber? Sollte man dann überhaupt so eine Musik dann das Ganze durchziehen oder nicht? Oder wie auch immer, keine Ahnung. Also ich glaube ja. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist total traurig, was gerade passiert. Krieg ist immer eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und trotzdem finden sich verschiedene Nationen zusammen und senden etwas Positives, weil Musik in dem Fall was Positives ist. Wenn ich das runter reduziere auf unseren Song, der eine durchweg positive Message verbreitet, finde ich das sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir irgendwie alle zusammengehören und verbunden sind. Aber trotz alledem finde ich es natürlich extrem traurig, was da gerade in Europa passiert. Ja, ich hoffe, dass sich das ändert. Genau, also ich meine, bis zum großen Eurovision Contest, also im Mai, denke ich mal, da wird hoffentlich wieder alles doch zum Positiven gewandt sein. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es, ja. Denn ich denke mal schon auch, Musik verbindet und sollte eigentlich völkerübergreifend was Frohes rüberbringen. Ja. Total, genau total. Genau drum, genau. Ja, wie bereitet ihr euch jetzt konkret nochmal auf den Vorentscheid vor? Es ist ja jetzt nicht mal mehr ganz eine Woche, dann ist es schon soweit. Was habt ihr so für Motivation oder geht ihr nochmal in euch oder wie sieht's aus? Ja, jetzt gehen wir nochmal in uns, sind voll bei uns, arbeiten jetzt genau in der Kombination an dem Song, an der Performance, überlegen uns im Detail, wo wir Highlights setzen wollen und sind jetzt auf jeden Fall die ganze Woche zusammen unterwegs und probieren da das bestmögliche Ergebnis am Ende rauszukriegen, was wir natürlich machen werden.
Ja, natürlich. Da drückt man euch fest die Daumen. Ja. Und ein Pressetermin jagt den nächsten. Ich glaube, da gibt es auch noch in der Richtung auch sehr viel zu tun, oder? Ja, aber es ist schön. Es ist positiver Stress. Das okay. ist sehr, sehr schön, dass, dass man über die Sachen reden kann und dass jetzt so ein Fokus auf dem ESC-Vorentscheid liegt. Ja, wenn man jetzt natürlich noch ein bisschen mehr über euch erfahren möchte, wo kann man euch finden? Über die sozialen Netzwerke, Internet, Homepage, was habt ihr alles? Der Reihe nach durch nochmal. Also ich denke, überall kann man jeden von uns finden. Also auf jedem sozialen Netzwerk kann man sich das angucken. Bei mir ist halt wirklich die einzige Hürde, die man überwinden muss, dass man NKSN eingibt, um mich zu finden. Und dann kann man mich überall finden. Einfach nur im Internet eingeben und dann kommt irgendwann mein Gesicht. Dann bei Emmy ähnlich wahrscheinlich. Ja, also es ist einfach Instagram, Emmy Official Music, da ist alles andere verlinkt. Ich glaube, das findet man auch ganz einfach. Wo kennt? Ähnlich, genau, genau. Bei mir auch. Phuket, ja. Music. Okay, sehr genau. Gut. Und nicosuave.de, da findet ihr auch, da sind, ist alles verlinkt. Da findet ihr Videos und Fotos und so weiter. Und so weiter, genau. Ja, wunderbar. Ihr seid jetzt alle wild verstreut, glaube in Hamburg und Berlin irgendwo. Aber genau. Ja, man sieht hier, die moderne Technik macht es möglich und wir kommen alle an einem Ort zusammen. Das ist doch schön. Super. Genau so. Ja, das macht es möglich. Also hätte man ja vor ein paar Jahren eigentlich auch noch nicht gedacht, dass man so in die Richtung arbeiten kann und arbeiten muss dann irgendwann vielleicht auch mal. Ne? Ich erzähle ja, also ganz ehrlich, früher als... Spätestens die Pandemie hat gezeigt, dass es geht. Richtig, richtig. Ja. Aber ich erinnere mich noch an damals, als ich noch ein Kind war und so Filme gesehen habe, wo so riesen Kästen waren mit einem Hörer und so einem Mini-Bildschirm. Und ich erinnere mich wirklich ganz konkret an so eine Situation, wo ich dachte, ey, da habe ich, glaube ich, zu meinem Vater auch gesagt, wie cool das wäre, wenn irgendwann das so normal ist, dass du jemanden siehst, mit dem du gerade telefonierst. Und jetzt sitzen wir hier. Ist das nicht schön? Wahnsinn, ja. Wahnsinn, genau. Ja, und das Ganze rund um die Welt, wenn es sein muss, dann auch noch. Dann, ja. Ja, da hat sich schon einiges getan. Mal sehen, wo die Fahrt sozusagen weiterhin geht. Hoffentlich für euch nach Turin. Das wollen wir uns doch hoffentlich alle wünschen. Vielen Dank. Aber ich muss immer neutral bleiben. Ich darf ja für die anderen, sage ich jetzt mal, da nicht vorgreifen dann. Als nächstes haben wir noch den Malik Harris. Das ist unser nächster Kandidat, den wir hier vorstellen in der Reihe. Grüße mal. Und ja, richtig schöne Grüße aus, bitte. Das richten wir auch sehr gerne aus. Und dann sehen wir uns dann vielleicht irgendwann irgendwo mal wieder, wenn es Live-Auftritte auch gibt. Seid ihr auch so auf Partys anzutreffen? Auf Partys sind wir immer anzutreffen. Nee, Nixon geht auf Tour. So wie es wieder losgeht, Touren stehen an, Festivals stehen an. Wir hoffen, dass sich das Ganze jetzt in die Richtung entwickelt, dass man wieder live spielen kann, weil es speziell... also eigentlich für jeden in der Entertainment-Branche, speziell für uns Künstler, essentiell ist, live spielen zu können. Und deswegen hoffen wir, dass es diesen Sommer wieder der Fall sein wird. Ja, ja, da drückt man doch ganz fest die Daumen. Und ich denke mal, die Zeichen stehen gut, denke ich auch. Ja. Also, dann, wie gesagt, euch auch viel Erfolg. Ich drücke auch euch die Daumen. Und Dankeschön. Dann schauen wir nächsten, ja, wann ist es? Am 4.3. Danke. Schauen wir auf alle Fälle rein. Ich glaube, das ist ein Donnerstag, oder? Nee, ein Freitag. Freitag, genau. 4.3. dieses Datum merken. Nee, AD. Genau, okay. Genau. Nächsten Freitag. Und dann schauen wir mal, wer die Fahrkarte nach Turin bekommt. Ne? Auf jeden Bleibt Fall. Spannend. Bleibt spannend und hat mir Freude gemacht, mit euch ein bisschen zu plaudern. Dankeschön. Und ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine Fortsetzung. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Dann danke fürs Zuschauen und euch alles Gute nochmal. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.